Servus Leute, mein Name ist Gernot the Gamer und wie ihr schon an der epischen Überschrift lesen könnt, PC versus Konsole. Ich wollte mal mein eigenes Statement dazu bringen, denn ich hasse diese Diskussionsvideos. Wie sehen die meistens aus? Entweder sie werden von einem PC-Gamer geführt, der keine Ahnung hat von Konsolenspielen, oder es ist ein Consolero, der noch nie auf dem PC gezockt hat. Somit entsteht schon mal das Problem, man hat zwar eine Ahnung von seiner eigenen Plattform, aber wenn es um die gegenüberliegende Plattform geht, muss man sich auf Spekulationen und Vermutungen einlassen und dadurch entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse im Video, die eigentlich nicht stimmen. Ebenso gibt es diese tollen Videos, wo zwei Consoleros eingeladen werden und zwei PC-Gamer. Es reicht nämlich schon, Minecraft zu spielen. Und man kann zwar in Sims 3 nicht Add-ons von DLCs unterscheiden, aber hey, Hauptsache du benutzt Maus und Tastatur, das reicht uns. Das Problem ist, wie gesagt, dass sehr, sehr viele Missverständnisse entstehen, Sachen, die einfach falsch sind und Sachen, die Leute nicht wissen. Und am Ende ist die Auflösung immer gleich. Und es nervt mich tierisch. Warum streiten wir uns überhaupt? Am Ende gibt es keinen klaren Sieger. Und hey, warum sollte es überhaupt einen geben? Denn sind wir nicht alle Gamer? Jetzt ohne Scheiß, wenn ihr diese Scheißlösung immer am Ende bringt, warum macht ihr ein 40 Minuten Diskussionsvideo überhaupt darüber? Macht es einfach und kurz und schmerzlos. Bringt einfach nur... Ihr müsst nicht mal sprechen. Macht einfach einen Text rein. Wir sind alle Gamer. Es gibt keinen Grund für dieses Diskussionsvideo. Danke fürs Schauen. Danke für die Klicks. Fertig. Mehr müsst ihr nicht tun. Wie gesagt, das, was mich am meisten an diesen Videos aufregt, ich erwarte Mythbusters. Fakten. Fakten und Sachen, die wahr sind und stimmen. Aber was bekomme ich? Welt der Wunder. Spekulationen, Vermutungen. Denn wir können nicht alles wissen. Aber hey, jeder hat ein Recht auf Meinungsäußerung. Kotzt mich tierisch an. Mit meinem Video möchte ich einfach nur die Leute über die zwei verschiedenen Plattformen aufklären. Den PC und die Konsolen. Ich fange auch schon direkt an, das erste Gerücht zu dementieren, das entstanden ist. Damit ihr euch die Idioten besser vorstellen könnt, die dieses Gerücht verbreiten, ziehe ich meine Idiotenbrille an. Der PC ist tot! Der PC ist tot! Und das Schlimmste ist, die PC-Gamer stimmen in diesen Idiotenchor ein. Der PC ist zwar noch nicht tot, aber er wird langsam getötet. Ich habe lange überlegt, wie dieses bekloppte Gerücht entstanden sein könnte. Und nach langer Überlegung kam ich zu einem Schluss. Crysis! Keiner versteht mich. Moment, ich erklär's. 2007 ist Crysis rausgekommen. Das Aushängeschild für Wahnsinnsgrafik. Ich meine wirklich Wahnsinnsgrafik. Und das, was der PC kann. Und nur der PC. Richtig? Und lange Zeit, und seien wir mal ehrlich, PC-Gamer, ihr habt genauso gedacht, war es so eine Art, der Kerl im Crysis-Anzug, im Nano-Suit, der war so eine Art Aushängemaskottchen für den PC. Ihr habt nichts gespielt, wenn ihr nicht Crysis gespielt habt, richtig? So. 2011 kam dann die große Überraschung, Crytek bringt Crysis 2 auch für die Konsolen raus. Und wir haben alle diese tolle Sendung geguckt, die früher auf MTV lief. Und einer der zwei Kommentatoren, die sich immer vor die Kamera stellen, hat behauptet, PC-Gaming stirbt. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es war nicht der Asiate. Und naja, anscheinend ist das in die Köpfe der Leute gegangen. Die Konsolengamer haben gedacht, hey geil, wir haben Crysis jetzt auch auf den Konsolen, das macht den PC eigentlich unnötig. Und die PC-Gamer dachten, oh fuck, Crytek hat das Zeug für die Konsolen mitentwickelt. Oh, shit. Ich möchte euch kurz aufklären, Leute. Nur weil ein Titel Multiplatt wird, also das heißt auf der Konsole und dem PC, heißt das nicht, dass der PC tot ist. Das heißt einfach nur, Crytek hat sich entschlossen, mehr Kohle zu machen. Hey, wer hätte das gedacht? Eine Wahnsinnsidee. Wie sah das 2007 denn aus mit Crysis? Das Spiel hat 50 Euro gekostet
und jeder musste seinen PC aufrüsten, sich Vista kaufen, weil Windows 7 noch nicht draußen war. Oh Gott, das war so eine schlimme Zeit. Wenn du DirectX 10 haben wolltest, musst du Vista benutzen. Weil Windows XP ging nur mit DirectX 9. Und jeder wollte die epische DirectX 10 Grafik haben, denn hey, DirectX 10, ich gehörte nicht dazu. Jeder hat seinen PC entweder aufgerüstet oder sich ein High-End-Modell gekauft, hat sich Crysis geschnappt, Vista geschnappt, installiert, das andere installiert und dann, shit, das Ding lief wie eine Dia-Show. Und was haben die meisten Gamer gemacht? Entweder sie haben sich das Scheißding einfach nur aus dem Netz gezogen, um zu testen, ob es überhaupt auf ihrem PC funktioniert, also gratis spielen, oder sie haben es gekauft. Es funktioniert nicht, obwohl die Systemvoraussetzungen sagen, ja, es sollte wenigstens irgendwie laufen, haben es zurück in den Laden gebracht und haben gesagt, hier, Bitch, her mit meiner Kohle. Das war das Resultat. Ich wundere mich, dass Crytek danach nicht pleite gegangen ist. Ja, es war das dicke Aushängeschild des PCs, was er konnte zur damaligen Zeit. Aber danach haben sie sich wahrscheinlich entschlossen, wie wäre es, wenn ihr die Grafik ein bisschen runterschrauben? Es sieht immer noch episch aus, vor allem auf den Konsolen. Es ist immer noch das bestaussehendste Spiel auf den Konsolen. Aber dafür machen wir es Multiplatt. Das heißt, es läuft endlich auf allen PCs, die gerade draußen sind. Und die Konsoleros können es kaufen. Das heißt, wir machen Kohle. Mehr war es einfach nicht. Also, dieses Gerücht, dass der PC tot ist, ist damit dementiert. So, kommen wir zum nächsten Gerücht. Und das ist mit Abstand mein Lieblingsgerücht. Und ich werde richtig Spaß haben, dieses Gerücht zu dementieren. Oh ja. Es geht um die Aussage... Moment. Idiotenbrille aufsetzen. Der PC hat eigentlich kaum noch Exklusivtitel, denn die großen Titel wie Crysis 1 und 2 sind mittlerweile auch auf den Konsolen erhältlich und der PC hat eigentlich kaum noch weitere Exklusivtitel. Damit wird der PC eigentlich ziemlich irrelevant als Gaming-Plattform, im Gegensatz zu den Konsolen, wo jährlich neue Exklusivtitel erscheinen. Oh mein Gott. Dummheit. Dummheit und Ignoranz. Aber ich bin nicht von den Leuten enttäuscht, die diese Aussage verbreiten, sondern mehr von den PC-Gamern, die stumme Zeugen dieser Dummheit sind und nichts dazu sagen. Das irritiert mich. Warum schweigt ihr? Der PC hat unglaublich viele Exklusivtitel. Und nein, ich meine nicht Anno. Oh mein Gott. Ich zeige euch mal ganz kurz eine kleine Tabelle von den Exklusivtiteln, die 2012 erschienen sind für die Wii, die PlayStation 3, die Xbox 360 und den PC. Schaut euch das jetzt mal an. So, was ihr hier seht, sind die Exklusivtitel des Jahres 2012, die noch erscheinen werden. Aufgelistet in zufälliger Reihenfolge, keine Handhelds und auch keine plattformübergreifenden Titel wie Witcher 2 oder Minecraft. Am Start stehen die Wii, Wii U, PS3, Xbox 360 und der PC. Die Wii U ist noch nicht draußen, deswegen muss die Wii herhalten und die erlebt gerade ihren Lebensabend. Deswegen haben wir hier gerade mal zwei Exklusivtitel aufgelistet. Ich weiß, Pandora's Tower und The Last Story sind auch rausgekommen oder werden rauskommen im Jahr 2012, aber diese Titel waren schon längere Zeit in Japan draußen, deswegen sind sie hier nicht aufgelistet. Die PS3 hat... schauen wir mal... ja, nicht schlecht. Insgesamt 13 Exklusivtitel. Die Xbox 360, da sieht es ein bisschen fade aus. Da gibt es gerade mal 6 Titel und einer davon ist sogar ein Kinect-Spiel, soweit ich weiß. Naja, aber schauen wir mal, was der PC zu bieten hat. An Exklusivtiteln. Ich scroll runter und runter. Immer weiter. Immer noch. Ja, und das sind alles Spiele, die im Jahr 2012 erscheinen werden. Und weiter. Und immer noch weiter. Und weiter. So, wir wären am Ende. Also wie ihr sehen könnt, Wii, Wii U, PS3, Xbox 360 und das hier, das alles ist der PC. Insgesamt haben die einzelnen Plattformen zu bieten. Also die Wii hat gerade mal 2 Titel am Start, die Xbox 360 6, die PS3 13. Insgesamt sind das gerade mal 21 Titel. Der PC dagegen,
dass alles, was ihr hier gesehen habt, das sind 50 Titel. Und das sind nur gerade die, von denen ich weiß. Es gibt bestimmt noch mehr. 50 Titel sind mehr als 21, das muss ich euch nicht erklären. Also der PC hat wesentlich mehr Exklusivtitel am Start als die drei Konsolen zusammen. So, damit wäre bewiesen, dass der PC, eine Plattform, mehr Exklusivtitel hat als alle drei Konsolen zusammen. Und ich rede hier nicht nur von dem Jahr 2012, das ich euch hier in der Tabelle vorgeführt habe. Nein, das ist kein Trend, der erst seit gestern herrscht. Das geht schon so seit 2005. Also um es euch genau zu verdeutlichen, der PC, eine Plattform, hat seit 2005 bis heute mehr Exklusivtitel rausgehauen, jährlich, als alle drei Konsolen zusammen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum dieses Gerücht entstanden ist und wie es sich bis heute so hartnäckig hält. Es muss doch jemandem aufgefallen sein, dass der PC mehr Titel hat als die Konsolen zusammen. Und nur weil sich Idioten vor die Kamera stellen und sagen, ja, der PC hat kaum Exklusivtitel, außer vielleicht Anno und Sims, heißt das nicht, dass ihr diesen Idioten unbedingt Glauben schenken müsst. Denn die haben einfach keine Ahnung. Und wie gesagt, nur weil große Titel, die auf dem PC groß geworden sind, wie Crysis und Crysis 2, jetzt Multiplattform-Titel sind, heißt das nicht, dass der PC diese Titel verloren hat. Das heißt einfach nur, die Titel sind Multiplattform-Titel geworden und existieren auf den Konsolen und im PC. Mehr ist es nicht. Damit wäre das Gerücht, der PC hat keine Exklusivtitel, offiziell dementiert. Ein Statement, was immer wieder gebracht wird von Konsolengamern, was mich auch tierisch nervt. Sobald ein Multiplattform-Titel erscheint, für Konsole und PC, kommt immer, wir haben doch dasselbe Spiel. Warum zum Teufel soll ich mir die PC-Fassung holen? Ja, ihr habt ein bisschen bessere Grafik, aber ansonsten ist es genau dasselbe Spiel. Alter Schwede. Ihr seid ziemlich dumm, wenn ihr das glaubt, dass wir nur die bessere Grafik haben. Mehr haben wir dummen PC-Gamer nämlich nicht. Wir haben erstens wirklich, ja, die bessere Grafik. Wir haben 1080p Auflösung, die die Konsolen immer noch nicht schaffen. Und wir haben 60 Frames pro Sekunde. Wer jetzt mit Frames nichts anfangen kann, sobald zu viel auf eurem Bildschirm los ist, freeze das Bild. Das bleibt dann stehen. Das geschieht auf dem PC fast nie. Denn wir haben 60 Frames und das Ganze läuft flüssiger. Nur das als Statement. So, das ist grundsätzlich bei jeder Version so. Jetzt kommen wir zu den Spielen, wo alle behaupten, wir haben dieselbe Version. Ich möchte was sagen. Wir haben nicht dieselbe Version, obwohl es dasselbe Spiel ist. Beispiele. Far Cry 2. Der PC-Gamer kann überall, zu jeder Zeit, auf der ganzen Karte speichern. Der Konsolengamer muss umständlich auf die Save Points gehen, die überall auf der Karte verteilt sind. Die muss er erstmal erreichen, ohne kaputt zu gehen. Und das ist scheiß nervig. Ich hab's mit dem Mute-Controller gespielt und es ist scheiß nervig. Zweites Spiel, was ich nennen wollte. Dragon Age. Tolles Rollenspiel. Ich hab's auf dem PC. Super Game. Das Ding ist auch auf der PS3 erschienen. Ich hab's gesehen. Ich war schockiert. Konsolengamer haben nur die Über-die-Schulter-Perspektive, nicht die Vogelperspektive. Ihr habt keine freie Kamera im Gegensatz zum PC. Wir können Vogelperspektive machen, Über-die-Schulter-Perspektive, die Kamera frei bewegen, wie es uns passt. Das könnt ihr Konsolengamer nicht, also wurde ein Feature auf eurer Konsole entfernt für das Spiel. Zweites Feature, was entfernt wurde, der Freeze-Modus. Der PC-Gamer kann das Spiel freezen und zwischen seinen Figuren schalten und jedem einen einzelnen anderen Befehl geben. Du zauberst, du verteidigst, du greifst an, du positionierst dich da und dahin. Das funktioniert auf der PS3-Fassung nicht. Das Spiel hat keinen Freeze-Modus. Dementsprechend wurden zwei Features von eurer Version entfernt. Drittes Spiel, was ich nennen wollte, besser gesagt eine Serie. Halo! Jeder liebt Halo, jedenfalls die Xbox-Leute. Halo 1 und Halo 2 sind auch auf dem PC erschienen. Ja. Und auf der Xbox-Fassung sind die Server nicht mehr anwesend. Also die Server sind down. Konsolengamer können nichts dagegen tun, außer den nächsten Halo-Teil zu holen und hoffen, dass die Server da länger on sind, bis der nächste Teil kommt. Konsolengamer müssen sich damit abfinden, PC-Gamer nicht. Erstmal, wir können die Grafik etwas weiter hochschrauben. Ja, ihr wisst das alles. Die Server sind immer noch existent auf dem PC.
Auf den Konsolen nicht mehr. Jedenfalls auf Halo 1 und Halo 2. Wir haben dedicated Server, wir können unsere eigenen Server erstellen für das Spiel. Und die haben auch noch eigene Maps dort. Also in der Hinsicht sind die Halo-Teile auf der Konsole schlechter als auf dem PC. Ein weiteres Beispiel, Skyrim. Das Spiel von 2011. Das Game überhaupt. Nur weil wir dasselbe Spiel haben, haben wir nicht dasselbe Spiel. Die Entwickler haben das Spiel rausgebracht und viele haben ein Video dazu gedreht, wie viele Glitches und Bugs das Spiel hatte. Mittlerweile sind diese Bugs auf dem PC behoben. Ich wiederhole, auf dem PC. Die Konsolenfassung, da haben sich die Leute zurückgelehnt, Entwickler. Ja, ach, wir patchen das Spiel, PS3-Fassung. Oh, kacke, der Patch funktioniert nicht. Scheiße, super scheiße. Das heißt, wenn ihr mehr als 20 Quests annehmt und euch zu weit entfernt, kann das Spiel auf einmal anfangen zu freezen. Auf dem PC gibt's das Problem nicht. Zusätzlich haben wir was bekommen. Der Skyrim Creation Kit, womit wir unsere eigenen Quests erstellen können, unsere eigenen Karten, unsere eigenen Dungeons, alles selbst. Das gibt's auf der Konsolenfassung nicht. In der Hinsicht haben wir nicht immer dieselbe Fassung. Und selten ist die Konsolenfassung besser als die PC-Fassung. Ein weiteres Statement, das immer wieder gebracht wird. PC, Maus und Tastatur. Denn bei Ego-Shootern ist man damit wesentlich präziser. Und Controller bei den Konsolen, denn damit ist es viel gemütlicher. Dadurch ist das Gerücht entstanden, dass PC nur Maus und Tastatur verwenden kann. Ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Der PC kann viel mehr als nur eine kabelverbundene Tastatur und eine kabelverbundene Maus. Ihr wollt Rennspiele und Beat'em'ups spielen? Kein Problem. Ich bevorzuge auch den Controller. Ihr mögt kein Kabel? Kein Problem. Ihr könnt den PlayStation 3 Controller verwenden. Der hat kein Kabel. Den findet ihr scheiße? Ist auch in Ordnung. Ihr könnt den offiziellen Xbox 360 Controller verwenden. Der ist sogar mit den meisten Spielen kompatibel. Ihr mögt keinen Controller? Auch kein Problem. Ihr könnt gemütlich auf der Couch Ego-Shooter spielen, mit der besten Präzision, die es gibt, mit einer kabellosen Maus und einer kabellosen Tastatur. Das mögt ihr auch nicht? Ihr seid ein Freund von Motion Controls? Überraschung, auf dem PC funktioniert auch das Wii Motion Plus. Und noch dazu funktioniert Kinect und Kinect 2.0 auch auf dem PC und wird offiziell auf dem PC rauskommen. Das heißt, der PC kann viel mehr als nur Maus und Tastatur. Er kann sämtliche Formen von Controllern verwenden, die jemals erschienen sind. Ein weiterer Punkt, der ständig von Consoleros gebracht wird, das Couch-Feeling auf der Couch. Und das scheint ein Patentrecht bei den Consoleros zu sein, denn kein PC-Gamer äußert sich zu der Couch. Ist einfach nicht drin. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich möchte Unreal Tournament spielen! You can't have one without the other. Auf der Couch! Mit meinem Laptop! Dann fangen wir mal an. Hey Genna, was machst du da? Ich spiele Unreal Tournament 3 auf meinem Laptop mit meinem Wireless-Controller auf meiner Couch. Seit wann geht UT3 mit Controller? Normal gar nicht, aber es gibt ein kostenloses Programm im Internet, das heißt X-Padder, und damit kann man jeden Controller, den man besitzt, auf dem PC für jedes Spiel, was man besitzt, konfigurieren. Sprich, hast du also deinen Komfort eines Consoleros jetzt auch auf dem PC? So sieht es aus. Aber Genna, wieso ist UT eigentlich so auf dem kleinen Monitor zu spielen? Geht das nicht besser? Großer Bildschirm. Ja, du hast recht. Genna, spielst du immer noch Unreal? Ja. Wo ist das Laptop? Das steht da vorne und ist angeschlossen. Wo angeschlossen? An den großen Fernseher. WTF, du hast den Computer an den Fernseher bekommen. Ja, das ist ganz einfach. Waren es viele Handgriffe? Ein HDMI-Kabel. Und wenn man das nicht hat, also kein HDMI-Anschluss, DVI.
Wenn man kein DVI hat, kann man D-Sub anwenden. Sprich, hast du jetzt also den Vorteil, den die Consoleros hatten, komplett übernommen mit deinem PC. Siehst dir selbst an. Warte, ich mach an die Leitern. Ah, besser. Geht das auch so einfach mit dem PC oder nur mit dem Laptop? Mit dem PC ist es noch einfacher. Sprich, hast du alle Vorzüge, die die Konsole hat, auch mit dem PC und mit dem Laptop. So sieht es aus. Irgendwelche Abschlussworte noch? Ja, noch etwas. Man braucht nicht mal unbedingt das Kabel. Es gibt ein Programm, damit kann man die Daten auf den Fernseher streamen. Das heißt, ich kann das Laptop auch hierhin auf meinen Schoß nehmen und das Bild erscheint auch auf dem Fernseher. Fast wie auf dieser neuen Konsole von Nintendo. Wii U. Also wieder bewiesen, dass der PC in allem die Konsole locker einstecken kann. So sieht es aus, mein getreuer Kameramann. Eine Sache, wo Consoleros mir immer wieder erzählen in ihren Videos. Du kaufst dir eine Konsole und hast 5 Jahre lang deine Ruhe. Den PC musst du immer wieder nachrüsten. So, ich habe hier eine PlayStation 3. Die hat eine Laufleistung, die ist 2 Jahre alt und hat eine Laufleistung vielleicht von 4 oder 8 Wochen insgesamt komplett. Ich habe viele Titel damit gespielt wie Condemned, Darkness und dann hat das Ding einfach das Red Light of Death bekommen. Bei der Xbox 360 sieht es noch besser aus. Wisst ihr, wie oft die Ausfallrate ist? 50%! 50%! Das heißt, ich könnte einfach in einem Elektrofachgeschäft spazieren, wo ganz viele Xbox 360 Modelle stehen, meine Münze nehmen und Two-Face nachahmen. Die geht. Die nicht. Das ist die Ausfallrate der Xbox 360, könnt ihr euch das vorstellen? 50%! Und das Beste ist, die Entwickler sagen uns immer noch nicht, woran das liegt. Und vor allem, was gerade die Xbox 360 angeht, wisst ihr, wie oft das Ding verändert wurde? Nicht von euch Usern, das stimmt, aber von den Firmen. Seit 2005 ist die Xbox rausgekommen. Xbox 360. Da war schon drin der Xenon-Chip, der Saphir-Chip, der Falcon-Chip, der Opus-Chip für Präsentationszwecke, der Jasper-Chip, der Trinity-Chip und der Corona-Chip. Fuck, Alter! Seit 2005 so viele fucking Chips! Keine Veränderung an der Konsole, ja? PlayStation 3. Womit hat die PlayStation 3, oder besser gesagt Sony, am meisten Werbung gemacht? PlayStation 3 kann alles abspielen. PlayStation 1 Spiele, PlayStation 2 Spiele, PlayStation 3 Spiele. Fuck, verkauft eure PlayStation 2, ihr braucht das fucking alte Teil nicht mehr. Denn die PlayStation 3 kann fucking nochmal alles abspielen. Ich war so geflasht, es war wie ein Schlag ins Gesicht aus dem Bildschirm. Boah, wow, geil, geil. Ich will meine PlayStation 2 direkt verkaufen und mir eine PlayStation 3 kaufen. Problem ist, dass die PlayStation 3 verflucht viel gekostet hat. Was für ein PC? Ja, naja. Ich habe also das gute alte Daumendrehenspielchen gespielt und gewartet. Währenddessen ist Sony auf die Idee gekommen, den Preis etwas runterzudrücken, damit sie sich auch die normalen Sterblichen das Ding leisten konnten. Aber hey, was ist passiert? Sie haben den Motion Chip entfernt. Der Chip, der PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele aufs Bild projizieren konnte. Juhu. Das ist also ein Downgrade, richtig? Zusätzlich sind SD-Karten-Slots entfernt worden im Laufe der Zeit und USB-Slots sind entfernt worden. Das sind alles Veränderungen an der Konsole. Da könnt ihr nicht die Augen davor verschließen. Zusätzlich, die PlayStation 3, das neue Modell, die Slim, hat 70 MB mehr Speicher als die alten Konsolen. Also die alte PS3. Das ist eine Veränderung an der Konsole. Die wird nicht von euch Usern ausgeführt. Das stimmt. Nicht so wie bei PC-Gamern, die ihre eigenen Teile selbst einbauen. Aber das machen die Firmen für euch. Nur ihr merkt es nicht. Also erzählt mir nicht, kauft ihr eine Konsole, stellt sie hin und 5 Jahre eure Ruhe haben. Denn meine ist gerade mal 2 Jahre alt und hat schon Red Eye of Death. Ein weiteres Statement
Statement, das immer wieder gebracht wird. PC, Maus und Tastatur, denn bei Ego-Shootern ist man damit wesentlich präziser. Und Controller bei den Konsolen, denn damit ist es viel gemütlicher. Dadurch ist das Gerücht entstanden, dass PC nur Maus und Tastatur verwenden kann. Ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Der PC kann viel mehr als nur eine kabelverbundene Tastatur und eine kabelverbundene Maus. Ihr wollt Rennspiele und Beat'em'ups spielen? Kein Problem. Ich bevorzuge auch den Controller. Ihr mögt kein Kabel? Kein Problem. Ihr könnt den PlayStation 3 Controller verwenden. Der hat kein Kabel. Den findet ihr scheiße? Ist auch in Ordnung. Ihr könnt den offiziellen Xbox 360 Controller verwenden. Der ist sogar mit den meisten Spielen kompatibel. Ihr mögt keinen Controller? Auch kein Problem. Ihr könnt gemütlich auf der Couch Ego-Shooter spielen. Mit der besten Präzision, die es gibt, mit einer kabellosen Maus und einer kabellosen Tastatur. Das mögt ihr auch nicht? Ihr seid ein Freund von Motion Controls? Überraschung, auf dem PC funktioniert auch das Wii Motion Plus. Und noch dazu funktioniert Kinect und Kinect 2.0 auch auf dem PC und wird offiziell auf dem PC rauskommen. Das heißt, der PC kann viel mehr als nur Maus und Tastatur. Er kann sämtliche Formen von Controllern verwenden, die jemals erschienen sind. Ein weiterer Punkt, der ständig von Consoleros gebracht wird, das Couch-Feeling auf der Couch. Und das scheint ein Patentrecht bei den Consoleros zu sein, denn kein PC-Gamer äußert sich zu der Couch. Ist einfach nicht drin. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich möchte Unreal Tournament spielen! Auf der Couch! Mit meinem Laptop! Dann fangen wir mal an. Hey Gerner, was machst du da? Ich spiele Unreal Tournament 3 auf meinem Laptop mit meinem Wireless Controller auf meiner Couch. Seit wann geht UT3 mit Controller? Normal gar nicht, aber es gibt ein kostenloses Programm im Internet, das heißt X-Padder, und damit kann man jeden Controller, den man besitzt, auf dem PC für jedes Spiel, was man besitzt, konfigurieren. Sprich, hast du also deinen Komfort eines Consoleros jetzt auch auf dem PC? So sieht es aus. Aber Genner, wieso ist UT eigentlich so auf dem kleinen Monitor zu spielen? Geht das nicht besser? Großer Bildschirm. Ja, du hast recht. Genner, spielst du immer noch Unreal? Ja. Wo ist das Laptop? Das steht da vorne und ist angeschlossen. Wo angeschlossen? An den großen Fernseher. WTF, du hast den Computer an den Fernseher bekommen. Ja, das ist ganz einfach. Waren es viele Handgriffe? Ein HDMI-Kabel. Und wenn man das nicht hat, also kein HDMI-Anschluss, DVI. Und wenn man kein DVI hat, kann man D-Sub anwenden. Sprich, hast du jetzt also den Vorteil, den die Consoleros hatten, komplett übernommen mit deinem PC? Siehst dir selbst an. Warte, ich mach Ambilight an. Besser. Geht das auch so einfach mit dem PC oder nur mit dem Laptop? Mit dem PC ist es noch einfacher. Sprich, hast du alle Vorzüge, die die Konsole hat, auch mit dem PC und mit dem Laptop? So sieht es aus. Irgendwelche Abschlussworte noch? Ja, noch etwas. Man braucht nicht mal unbedingt das Kabel. Es gibt ein Programm, damit kann man die Daten auf den Fernseher streamen. Das heißt, ich kann das Laptop auch hierhin auf meinen Schoß nehmen und das Bild erscheint auch auf dem Fernseher. Fast wie auf dieser neuen Konsole von Nintendo. Wii U. Also wieder bewiesen, dass der PC in allem die Konsole locker einstecken kann. So sieht es aus, mein getreuer Kameramann. Eine Sache, wo Consoleros mir immer wieder erzählen in ihren Videos. Du kaufst dir eine Konsole und hast 5 Jahre lang deine Ruhe. Den PC musst du immer wieder nachrüsten. So, ich habe hier eine PlayStation 3.
die hat eine Laufleistung, die ist 2 Jahre alt und hat eine Laufleistung vielleicht von 4 oder 8 Wochen insgesamt komplett. Ich habe viele Titel damit gespielt wie Condemned, Darkness und dann hat das Ding einfach das Red Light of Death bekommen. Bei der Xbox 360 sieht es noch besser aus. Wisst ihr, wie oft die Ausfallrate ist? 50%! 50%! Das heißt, ich könnte einfach in einem Elektrofachgeschäft spazieren, wo ganz viele Xbox 360 Modelle stehen, meine Münze nehmen und Two-Face nachahmen. Die geht. Die nicht. Das ist die Ausfallrate der Xbox 360, könnt ihr euch das vorstellen? 50 fucking Prozent! Und das Beste ist, die Entwickler sagen uns immer noch nicht, woran das liegt. Und vor allem, was gerade die Xbox 360 angeht, wisst ihr, wie oft das Ding verändert wurde? Nicht von euch Usern, das stimmt, aber von den Firmen. Seit 2005 ist die Xbox rausgekommen. Xbox 360. Da war schon drin der Xenon-Chip, der Saphir-Chip, der Falcon-Chip, der Opus-Chip für Präsentationszwecke, der Jasper-Chip, der Trinity-Chip und der Corona-Chip. Fuck, Alter! Seit 2005 so viele fucking Chips! Keine Veränderung an der Konsole, ja? PlayStation 3. Womit hat die PlayStation 3, oder besser gesagt Sony, am meisten Werbung gemacht? PlayStation 3 kann alles abspielen. PlayStation 1 Spiele, PlayStation 2 Spiele, PlayStation 3 Spiele. Fuck, verkauft eure PlayStation 2, ihr braucht das fucking alte Teil nicht mehr. Denn die PlayStation 3 kann fucking nochmal alles abspielen. Ich war so geflasht, es war wie ein Schlag ins Gesicht aus dem Bildschirm. Boah, wow, geil, geil. Ich will meine PlayStation 2 direkt verkaufen und mir eine PlayStation 3 kaufen. Problem ist, dass die PlayStation 3 verflucht viel gekostet hat. Fast ein bisschen. Naja. Ich habe also das gute alte Daumendrehenspielchen gespielt und gewartet. Währenddessen ist Sony auf die Idee gekommen, den Preis etwas runterzudrücken, damit sie sich auch die normalen Sterblichen das Ding leisten konnten. Aber hey, was ist passiert? Sie haben den Motion Chip entfernt. Der Chip, der PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele aufs Bild projizieren konnte. Juhu. Das ist also ein Downgrade. Richtig? Zusätzlich sind SD-Karten-Slots entfernt worden im Laufe der Zeit und USB-Slots sind entfernt worden. Das sind alles Veränderungen an der Konsole. Da könnt ihr nicht die Augen davor verschließen. Zusätzlich, die PlayStation 3, das neue Modell, die Slim, hat 70 MB mehr Speicher als die alten Konsolen. Also die alte PS3. Das ist eine Veränderung an der Konsole. Die wird nicht von euch Usern ausgeführt. Das stimmt. Nicht so wie bei PC-Gamern, die ihre eigenen Teile selbst einbauen. Aber das machen die Firmen für euch. Nur ihr merkt das nicht. Also erzählt mir nicht, kauft ihr eine Konsole, stellt sie hin und 5 Jahre mal eure Ruhe haben. Denn meine ist gerade mal 2 Jahre alt und hat schon Red Eye of Death. Ein zweites Gerücht, das sich sehr, sehr eisern hält. Meistens ausgelöst durch Konsoleros. Hey, ich hab nichts gegen euch. Ich zocke selbst auf der Konsole. Aber nur die Exklusivtitel. Für die Multiplattform-Titel steige ich immer gern auf den PC um, weil ich bin halt so. Zu dem Gerücht. Konsoleros haben leider keine Ahnung von Technik. Das ist leider gestehen, denn ihr beweist es mir jedes Mal in euren Videos. Ihr stellt dafür die Kamera und behauptet dann, der PC, also ich spiele Consolero, weil der PC ist einfach way zu teuer. Du bezahlst das und dann werden fiktive Zahlen einfach nur genannt, so die an der Decke stehen. Das 10-fache, das 15-fache, nein, das 30-fache einer Konsole, das Geld steckst du in einen PC. Okay, und dann kommt's, und jedes Jahr, wenn eine neue Grafikkarte rauskommt, müsst ihr aufrüsten. Da führt kein Weg dran vorbei. Ihr müsst diese neue Grafikkarte kaufen und die Treiber installieren, was sehr, sehr nervig ist. Und nur das alles, um aktuell zu bleiben. Überraschung, wir müssen das nicht tun. Folgende Sache. Ich glaube, die meisten Consoleros tappen in ein Elektrofachgeschäft, Mediamarkt oder so, und sehen sich dann diese tollen PCs an, die da rumstehen. Meistens schon zusammengebaute Teile. Natürlich müssen da
nicht 500 Euro dran stehen, denn die Verkäufer müssen bezahlt werden, die LKW-Fahrer müssen bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden, die Chefs müssen vor allem bezahlt werden. Die müssen richtig bezahlt werden, ist ja klar, die Chefs. Deswegen kostet der PC gerade mal nicht 500, sondern 1000. 1000 ist gut. Mit Mehrwertsteuer. Ja. Oder Sie gucken sich einen PC an, der mit diesem tollen Bildchen ist von einem Alien, von dem wir alle, von dem PC-Gamer wissen, dass die scheißteuer sind. Sie sind gut, aber sie sind scheißteuer. Oder sie gehen, weil sie ihre Wii so toll finden, weil sie so hübsch weiß ist und glänzend, gehen sie zu diesem weißen und glänzenden Modell mit dem abgebissenen weißen Apfel. Und mein Gott, sind die teuer! Ja, die sind teuer, aber das sind doch keine PCs, das sind Macs! Ein kleiner Unterschied besteht da schon. Jedenfalls zurück zu dem Gerücht, der PC ist teuer. Also, ich habe hier einen Laptop für 250 Euro und ich kann fast alle Titel spielen, die 2007 und 2008 rausgekommen sind und ein paar von 2009. Solange sie jetzt nicht zu grafisch episch sind, kann ich sie zocken. Das ist mein Laptop. Das habe ich zum Arbeiten gekauft. Zum Text tippen, Videos bearbeiten, Filme gucken. Man muss, hey, das zählt jetzt nicht. Und ab und zu zocke ich mal da drauf. So. Mein richtiger Gamer-PC, mein richtig fetter, fetter Gamer-PC hat gerade mal 750 Euro gekostet. Und ich habe auch keine High-End-Grafikkarte da drin. Das ist eine HD 4870. Eine Grafikkarte, die gerade mal DirectX 10 darstellen kann. Eine betagte Grafikkarte, fragt jeden PC-Gamer, der wird euch genau dasselbe sagen. Die allerneueste Grafikkarte, die ich jetzt kenne, ich bin auch kein Profi, ist die GTX 590. Komm, schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich irre. Das ist die neueste Grafikkarte, die ich zurzeit kenne. Diese Grafikkarte ist Wahnsinn und sie kostet auch verdammt viel. Letztes Mal, wo ich geguckt habe, ich glaube 600 Euro für eine Grafikkarte. Brauche ich diese Grafikkarte? Nein! Wir PC-Gamer motzen nicht jedes Mal unseren PC auf, sobald eine neue Grafikkarte draus ist. Merkt euch das bitte. Denn meine Grafikkarte macht alles, was ich will. Sie stellt alles aufs Bild dar, was ich will. Und zugegeben, es gibt Spiele, die, wo meine Grafikkarte sagt, ich kann nicht mehr. Wie zum Beispiel Battlefield 3. Wenn ich das Spiel auf höchste Einstellung stelle, dann ruckelt alles. Was mache ich? Na? Kaufe ich mir eine neue Grafikkarte? Nein! Ich stelle einfach alles auf Mittel und dann läuft alles butterweich mit 60 Frames pro Sekunde. So sind wir Gamer normal am PC. Aufrüsten wo nötig, gamen wo möglich. Das ist unser Motto. Nun werden sich einige Konsolengamer zu Wort melden und mir sagen, Genna, irgendwann wirst du aufrüsten müssen. Wir wissen das. Ich weiß das auch. Aber wisst ihr, was ich mit meinen alten Teilen tun werde? Ich werde sie, also ich kann sie verkaufen. Ich kann sie verschenken. Ich kann sie jemanden einbauen, der sie nötiger hat als ich. Also in der Hinsicht habe ich den Vorteil. Und ich muss sie nicht direkt loswerden, sobald sie nicht mehr richtig funktionieren. Ich kann sie auch übertakten. Das heißt, ich erhöhe ihre Laufleistung, erhöhe ihre Lebensspanne, geht etwas zu Neige. Aber wenn die Garantie abgelaufen ist, ist das eh scheißegal. In der Hinsicht erhöhe ich die Laufleistung um einige Jahre. Habe halt diesen Vorteil. Und was verschenken, verkaufen und einbauen angeht, glaub mir, PC-Gamer freuen sich über jede Form von Hardware, die sie bekommen können. Egal ob alt, neu, gebraucht. Man kann sie immer verwenden. Und ja, haben die Konsolieros diesen Vorteil. Ja. Können Konsolenspieler aus der alten PlayStation 3, also aus dem dicken Modell, Teile in die Slim einbauen, wenn irgendwas kaputt geht? Könnt ihr Teile von dem Ding verkaufen und daraus Geld machen? Nein. Diesen Vorteil hat halt der PC. Immer noch. Erstmal PlayStation 3 anschmeißen und einen Film gucken. What the fuck? Nochmal.
Nochmal. Juhu. Das, was ihr hier seht, ist eine PlayStation 3 Konsole, die gerade mal 2 Jahre alt ist und 8 Wochen Laufleistung hat. Und schon haben wir das Red Eye of Death. Das klassische Gegenstück zum Red Ring of Death. Und das Schlimmste ist, ich darf sie nicht selbst aufschrauben und irgendwas daran verändern, sondern ich muss jetzt in ein Fachgeschäft tappen mit dieser PS3 und darf 2 Wochen warten, bis sie repariert ist. Bezahle dafür 120 Euro und ich habe dann immer noch keine Garantieerweiterung. Das heißt, wenn das Ding am nächsten Tag im Arsch ist, bin ich der Esel und hab Pech gehabt. Ein weiterer negativer Punkt von den Konsolen ist, dass sie nur von außen gereinigt werden können. Und wir wissen, dass die derzeitige Konsolengeneration extrem anfällig für Staub ist. Ich kann drumherum sauber machen, ich kann auch die Konsole abwischen, das ist gar kein Problem. Aber sobald Staub in die Konsole reinkommt, kann ich nichts dagegen tun. Es sei denn, ich will, dass die Garantie flöten geht, ich schraube dann das Ding auf und mache dann alles von innen drin sauber. Das ist ein riesen Nachteil von den Konsolen. Im Gegensatz zum PC, wo ich den Deckel öffnen kann und die Garantie besteht weiterhin, ich kann den ganzen Staub innen drin abwischen und die Garantie besteht weiterhin. Ich kann sogar jedes Teil einzeln abbauen und sauber machen. Und die Garantie wird weiterhin bestehen. Selbst wenn irgendwas kaputt gehen sollte, weil ich statisch aufgeladen war und einen RAM-Speicher angefasst habe und der deswegen kaputt gegangen ist, solange die Garantie für diese Teile besteht und jedes Teil hat 2 Jahre einzeln Garantie, kriege ich das Teil ersetzt. Also in der Hinsicht ist der PC viel besser, weil die Lebensspanne erhöht wird, indem ich alles selbst sauber machen kann und selbst warten kann. So, jetzt. Da, seht ihr das? Verbindungsfehler. Weil ich ja kein Internet habe und hier ist es. Offline-Modus. Das dauert jetzt ein bisschen, ich weiß es. Ihr könnt in 20 Jahren irgendeinen PC irgendwo anmachen. Solange ihr euer Passwort und euren Account noch besitzt, könnt ihr das Ganze anmachen und dann spielt ihr die Spiele, die ihr damals gekauft habt, immer noch. Also ihr habt die Spiele für immer. Wow, guck mal da. Steam funktioniert auch offline. Und ich habe vollen Zugriff auf all meine gedownloadeten Spiele, die ich von Steam gekauft habe. Probieren wir mal eins aus, Alan Wake. Meine Fresse, ich bin nicht überrascht, es funktioniert wirklich. Damit wäre das Gerücht über Steam komplett dementiert. Ein Gerücht, das ich unglaublich gern dementieren möchte, was sich hartnäckig in den Köpfen der Gamer festgesetzt hat. Vor allem in denen von Konsolenspielern, denn die verbreiten mit ihren Videos dieses Gerücht. Ach Leute, macht euch bitte nicht lächerlich, hört auf damit. Und bevor jetzt der Hate kommt, ich bin selbst Konsolenspieler, jedenfalls wenn es um Exklusivtitel geht. Für die Multiplattform-Titel steige ich immer auf den PC um. Immer, weil so bin ich nun mal. Aber zurück zu dem Gerücht. Wie sieht das aus? Besser gesagt, die Videos, die dazu gemacht werden. Die Leute stellen sich vor die Kamera, Hände in die Hüfte, vorwurfsvoller Blick, immer in die Kamera gerichtet und dann machen sie auf Mutter Teresa und behaupten, wie schlimm die PC-Raubkopierer-Szene ist für die Spielindustrie und dass das letztendlich dazu führt, dass wir gar keine Spiele mehr haben. Oh mein Gott, es ist so dumm. Leute, eine Frage, wie lange gibt es schon die Raubkopierer-Szene? Im Großen und Ganzen sehr, sehr lange. MC-Kassetten, Raubkopie, Videokassetten, Raubkopie, Floppy-Disk, Raubkopie, CD, Raubkopie, DVD, Raubkopie, Blu-ray, Raubkopie. Das Medium wurde uns immer in die Hand gelegt. Immer. Und ich verstehe auch nicht, warum das Problem erst jetzt aufgetaucht ist. Und erst jetzt so schlimm ist. Und erst jetzt für die Spielindustrie so schlimm ist. Und vor allem nur auf dem PC, nicht auf den Konsolen, weil
Wenn es so ein schlimmes Problem ist auf dem PC und für die Spielindustrie, warum kriegen wir dann Spiele gratis, die gerade mal vor 2 Jahren erschienen sind? Legal. Erklärt mir das bitte. Noch dazu, warum gibt es solche Plattformen wie Steam, wo wir Spiele, die 50 Euro kosten sollten, für 2,50 Euro hinterhergeschmissen bekommen? Legal! Also, ich verstehe es wirklich nicht. Der PC ist nicht wirklich schädlich, er ist einfach nur preiswerter und vielleicht hat die Spielindustrie weniger von uns als von anderen Plattformen. Aber selbst das ist nicht wirklich bestätigt. Noch dazu möchte ich sagen, die Konsolen sind auch nicht wirklich unschuldig an der Raubkopierer-Szene. PlayStation 1, das Ding war praktisch gebaut worden, um CDs abzuspielen und gebrannte Spiele. Kein Kopierschutz, kein gar nichts. PlayStation 2, dasselbe, nur mit DVDs. Gar keine Kunst. GameCube, auch keine Ausnahme. Wie sieht's mit den aktuellen Konsolen aus? Die Wii, die Spiele kommen immer fertig raus, sie sind immer fertig, sie müssen nie gepatcht werden und der Online-Modus ist für den Arsch. Kein Mensch hat Bock auf diese scheiß Freundschaftscodes. Deswegen, was machen die Leute? Sie installieren sich Homebrew, klatschen sich die ganzen Spiele entweder auf eine externe Festplatte oder sie gehen in die Videothek, kopieren das Spiel und legen es ein. Fertig. Wie sieht's mit der PlayStation 3 aus? Da ist es ein bisschen anders, da möchten die Leute nicht unbedingt auf den kostenlosen Online-Modus verzichten. Zusätzlich, obwohl die Spiele auf den größten derzeitigen Datenträger rauskommen, den es für Spiele gibt, die Blu-ray. Obwohl das der Fall ist und da massenweise Platz ist, werden die Spiele 2 Tage, nachdem sie rauskommen, gepatcht. Vielleicht wegen der Raubkopierer-Szene. Denkt darüber nach. Aber trotzdem, es ist keine Unmöglichkeit, eine PlayStation 3 zu cracken und die Spiele so kostenlos zu spielen. Mit der Xbox 360 sieht es auch nicht wirklich anders aus. Da freuen sich die Leute sogar. Die sagen einfach, oh, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, 6 Euro pro Monat für den Online-Modus zu zahlen. Scheiß drauf, ich spiele die Spiele eh alle kostenlos. Und offline. Also die Konsolen sind nicht wirklich unschuldig in der Geschichte. Das folgende Video geht vor allem an die Konsolenspieler, die ständig diese bekloppten Videos drehen und ständig behaupten, dass sie besser sind für die Spielindustrie. Merkt euch meine Worte und schreibt sie euch hinter die Ohren. Wann immer ihr in einen GameStop geht und ein Spiel gebraucht kauft und sei es auch nur für 1 Euro weniger als die verschweißte Version aus dem Laden, wann immer ihr 3 eurer gebrauchten Spiele gegen ein neueres gebrauchtes Spiel im GameStop umtauscht, wann immer ihr mit eurem Kumpel zusammen auf der Couch ein Videospiel durchspielt, wann immer ihr von einem Kumpel ein Spiel ausleiht und es zu Hause durchspielt, oder wann immer ihr in einer Videothek tappt und euch für 2,50 Euro ein neues Spiel ausleiht, übers Wochenende und es so durchspielt, statt es zu kaufen für 60 Euro. Wann immer dieser Vorgang stattfindet und ihr daran beteiligt seid, seid ihr nicht einen Deut besser als die Raubkopierer-Szene auf dem PC. Nicht einen Deut besser. Merkt euch das. Zusätzlich möchte ich noch was sagen. PC-Gamer können nicht ihre Spiele im GameStop abgeben. Ich hab's probiert, es funktioniert nicht. Die nehmen keine gebrauchten PC-Spiele an. Aber sie verkaufen welche. Und für PC-Gamer gibt's auch keine Videothek, wo wir uns PC-Spiele mal übers Wochenende ausleihen, installieren und spielen dürfen. Gibt es alles nicht. Also in der Hinsicht würde ich mir überlegen, wer hier schädlich ist für die Spielindustrie und wer was Gutes tut. We are going to have to act if we want to live in a different world. So, das wären soweit meine Gedanken zu der Piraterie- und Raubkopierer-Szene. Ich werde jetzt, werden einige Leute sich lauthals in den Comments melden und mir so Sachen schreiben wie: Genner, unterstützt die Spielindustrie, sonst haben wir bald gar keine Spiele mehr. Leute, ich unterstütze die Spielindustrie mehr als ihr glaubt. Ich habe über 200 Spiele bei Steam gekauft. Scheiße, ich erwische mich öfters, dass ich Spiele öfters kaufe, als dass ich sie spiele. Also an mir liegt es wirklich nicht. Aber Spielindustrie unterstützen, schön und gut. Aber wie steht es damit, sich gegen die negativen Entscheidungen der Spielindustrie zur Wehr zu setzen? Ich habe nämlich gemerkt, als Konsolenspieler kann ich das fast nie machen. Als PC-Gamer wiederum sieht es anders aus. Ihr fragt mich jetzt, negative Entscheidungen? Ja, es kommt nämlich öfters vor, dass die Spielindustrie nur an sich selbst denkt und den ehrlichen Gamer einfach nur abzocken will. Schöne Beispiele dafür? Deutsche Fassung eines Spiels. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das heißt nicht zwangsläufig, dass in dem Spiel ganz viel Bier ist, überall Sauerkraut rumliegt und jede Frau ein Dirndl trägt. Nein, es bedeutet einfach nur, dass sämtliches Blut entfernt wurde, sämtliche Schimpfwörter entfernt wurden, Szenen der Gewalt entfernt wurden und Splatter-Effekte weg sind. Scheiße. Und das alles nur, weil hier so viele potenzielle Amokläufer in Deutschland sind.
Nicht so wie in Österreich, wo die Leute auch Deutsch sprechen und das Land ist nur 400 Kilometer weiter weg, denn dort sind die Spiele alle uncut. Danke Deutschland. Ah, scheiße. Jedenfalls zurück zum Thema. Sagen wir mal die deutsche Fassung eines Spiels. Fallout 3, schönes Beispiel. Der PC-Gamer kauft sich eine Version für seinen PC und der Konsolengamer kauft sich eine für die Konsole. So, der Konsolengamer muss sich mit der zensierten Version abfinden, denn er hat sie gekauft. Pech gehabt. Der PC-Gamer wiederum schmeißt das Spiel an, merkt nach 5 Minuten, dass es geschnitten ist, macht das Spiel aus, geht kurz online, sucht nach einem Patch, findet ihn, downloadet den Uncut-Patch, installiert den Uncut-Patch und schon ist das Spiel so, wie es sein sollte. Wie ein blutiges Steak. Das zum einen Vorteil als PC-Gamer. Nächster Vorteil. Origin. Wir erinnern uns noch. EA hat ganz schlechte Schlagzeilen mit Origin gemacht. Es war in den Medien, es war in der Zeitung, es war im Internet, es war... Die Gamer haben darüber geredet. Ja, es ist überall gewesen. Also Origin ist... EA ist extrem negativ mit Origin aufgefallen, denn wer es immer noch nicht weiß, Origin ist eine Datenkrake, das die eigenen Dateien scannt und an EA schickt. Und Konsolenspieler glauben immer noch, dass wir PC-Gamer uns damit abfinden müssen, wenn wir die Battlefield 3-Version von dem Spiel spielen wollen auf dem PC. Ja, falsch gedacht, denn PC-Gamer haben rausgefunden, wie man Origin austricksen kann. Damit bleiben uns unsere eigenen Daten erhalten, Origin scannt sie nicht, wir können Origin problemfrei nutzen und wir können Battlefield 3 spielen, so wie wir es wollten, online und offline. Und das Beste ist, wir haben alles bekommen, was wir wollten, und ihr habt trotzdem die Quittung kassiert für Origin. PC-Gamer for the win. Nächstes schönes Beispiel für Leute, die einfach nur gierig waren und uns abzocken wollten. Microsoft. Ja, die haben sich damals nämlich gedacht, Mensch, was auf der Xbox 360 so wunderbar funktioniert. Denn die zahlen alle für den Online-Modus. Das könnten wir auch am PC probieren. Probieren wir es aus. So. Und dann kamen sie mit dem Stigmata, ich meine Gütesiegel, Game for Windows Live. Das fast auf, ich weiß nicht wie vielen Spielen ist, aber auf einigen. Und wollte einfach von allen PC-Gamern 8 Euro für den Online-Service von Game for Windows Live, für sämtliche Spiele, die online gehen. PC-Gamer haben das absolut nicht eingesehen, denn warum zum Teufel sollen PC-Gamer für Online-Gaming bezahlen, für Spiele, die schon immer kostenlos waren? Und PC-Gaming war online immer kostenlos. Außer Blizzard mit World of Warcraft, aber das ist was anderes. Die haben einfach ihre eigenen Dedicated Server erstellt und somit das Problem zum Teil gelöst. Microsoft hat das ganz schnell gemerkt und festgestellt, dass die Raubkopierer-Szene nicht aufhalten wird. Und somit haben sie entschlossen, Mensch, vielleicht sollten wir nachgeben und den Leuten dann das Ganze doch kostenlos anbieten, damit sie wenigstens unsere Retail-Copies kaufen und nicht unbedingt die Raubkopierer-Version runterladen. Somit haben wir uns eigentlich aktiv gegen Microsoft gewehrt und gegen ihre Aktion, uns auf 8 Euro pro Monat erleichtern zu wollen. Nächstes schönes Beispiel. Obwohl ihr zahlt, ich rede jetzt mit den Xbox 360-Usern, obwohl ihr für Spiele online zahlt, kommt es manchmal vor, dass die Server down gehen, weil es lohnt sich nicht mehr. Jedenfalls entscheidet Microsoft das. Was könnt ihr tun? Nichts. PC-Gamer wiederum? Der Server ist down. Ach, ich erstelle mir einen eigenen. Kein Problem. Dedicated Server. Hey, ich erstelle mir einen eigenen. Auch kein Problem. In der Hinsicht haben wir den Vorteil, wir können unsere Server wann immer wir wollen, wo immer wir wollen, zu jedem Spiel erstellen. Gar kein Problem. Wir müssen uns damit nicht abfinden, wenn die Server down sind. Nächstes schönes Beispiel für Abzocke. Schon wieder die gleiche Packung. Die Firma Capcom. Oh ja. Welcher Street Fighter Teil? Es war nicht dieser hier. Es war Super Street Fighter Arcade Edition, die auch für PC rausgekommen ist, wo viele Kämpfer dabei sind. Mehr als hier. Jedenfalls hat Capcom sich gedacht, Mensch, wir könnten doch mal für die Klamotten Kohle verlangen. Denn keiner hat Bock, immer in den ewigen selben Klamotten zu kämpfen, also verlangen wir Geld, machen wir es als DLC. 4 Klamotten, 3 Euro. Alter Leute, übelste Abzocke. Mal ehrlich, ist das im Sinne des Gamers? Der Konsolenspieler muss sich damit abfinden. Oder
er kauft die DLCs einfach nicht. Der PC-Gamer hat sich schlapp gelacht über diese bekloppte Entscheidung von Capcom. Was haben die PC-Gamer gemacht? Ihre eigenen Skins erstellt. Wir können unsere Charaktere so aussehen lassen, wie wir wollen. Und wir haben verdammt viele Skins. Und wenn ich Bock habe, dann kämpft Chun-Li auch mal ohne Klamotten. Noch ein schönes Beispiel. Crysis 2 von Crytek. Ich habe mich riesig gefreut, als das Ding auf der PlayStation 3 angekündigt war, denn hey, ich konnte endlich PlayStation Move für Crysis 2 benutzen. Also diese Move-Technik, denn ich wollte das Spiel mal anders erleben. Obwohl die Technik da ist, das Spiel auf der Plattform erschienen ist und die Steuerung auch da ist, hat Crytek gesagt, nein, machen wir nicht. Wir machen keinen Move-Support für Crysis 2. Ja, es ist kacke. Als Konsolenspieler muss ich mich mit der Entscheidung von Crytek abfinden. Als PC-Gamer sieht's anders aus. Wir holen uns einfach Technik, die nicht mal für den PC bestimmt war, nämlich hier den Wii Motion Plus Controller. Jetzt glaubt ihr, mein Gott, der hat viel zu wenig Knöpfe, wie will er damit Crysis 2 spielen? Mein Headset hat noch 3 zusätzliche Knöpfe, da habe ich so Sachen wie das Menü und die Escape-Taste auch da drauf laufen. Ich kann Crysis 2 problemfrei mit dem Wii Motion Plus Controller spielen. Technik, die für uns PC-Gamer gar nicht gedacht war. Wir können sie benutzen. Und es funktioniert super. Ich kann euch Spiele wie Amnesia, The Dark Descent wirklich mal mit dem Move-Controller probieren, also zu empfehlen. Es ist super geil. In der Hinsicht müssen wir uns PC-Gamer nicht unbedingt mit den negativen Entscheidungen abfinden, wenn es um den Controller-Support geht. Noch ein schönes Beispiel, was Controller-Support, besser gesagt fehlenden Controller-Support angeht. BioShock 2. Gutes Game? Ich hab's mir für PC geholt, denn Game for Windows Live steht drauf und fast alle Spiele, die Game for Windows Live tragen, benutzen den Controller-Support. Nicht so BioShock 2, obwohl das Spiel auch für die Konsolen mit erschienen ist und dort natürlich der Controller benutzt wird. Ich wollte es genauso spielen, auf meinem großen Fernseher, mit dem PC, mit dem Controller in der Hand. Haben die Entwickler gesagt, nein, wir machen keinen Controller-Support für das Spiel, denn wir wollen das Interface nicht stören. Das was nicht stören? Wollt ihr mich verarschen? Sagt doch einfach, ihr wart zu blöd, um den Controller-Support einzubauen. Mein Gott, seid wenigstens ehrlich. Die PC-Gamer sind mächtig auf die Barrikaden gegangen und die Entwickler haben schnell gemerkt, mein Gott, bei BioShock 3 werden wir auf jeden Fall einen Controller-Support einbauen, sonst kriegen wir nochmal die Quittung. Wenn ihr jetzt glaubt, ich habe auf meinen Controller-Support verzichtet, irrt ihr euch. Ich habe mir einfach ein kostenloses Programm namens X-Pedder installiert, alle Knöpfe emuliert, die ich brauche, und das Spiel genauso gespielt wie auf der Konsole mit meinem großen Fernseher, mit dem PC. Also ich muss mich nicht als PC-Gamer mit den negativen Entscheidungen der Spielindustrie abtun. Ich tue einfach was dagegen, und zwar aktiv. Noch ein Gerücht, das ich versuche zu dementieren. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen wie die Leute vor mir, aber ich werde euch einfach etwas näher bringen, was ich damit meine. Es geht um die Aussage, Mods sind scheiße. Mods sind nichts Besonderes. Eine kleine Spielerei für den PC-Gamer, mehr ist es doch nicht wirklich. Denn was sind Mods denn wirklich? Ihr verändert etwas im Level, ihr lasst Gegenstände etwas anders aussehen, ihr verändert die Figuren, aber mehr ist es doch nicht wirklich. Physik wird vielleicht noch etwas verändert, aber mal ehrlich, Mods sind nichts weiter als eine Spielerei für den PC-Gamer. Mehr nicht. Leute, Mods sind viel mehr als das. Beispielsweise, ihr wollt einen kleinen Blick durch das Schlüsselloch der Zukunft werfen und schauen, wie Next-Gen-Grafik aussehen kann, wenn es die Hardware denn erlaubt. Schaut euch mal einfach den GTA 4 Ultra Realism Mod an, den ich hier euch unten verlinken werde. GTA 4 sieht ja auf dem PC wesentlich besser aus als auf den Konsolen, das ist kein Geheimnis. Aber dieser Mod hat mich einfach nur weggeflasht. Es sieht wahnsinnig geil aus. Ihr müsst euch das vorstellen, die Autos sehen aus wie bei Gran Turismo 5 in einem Open-World-Spiel. Und das sind nicht nur die Autos, die geiler aussehen. Es ist die ganze Stadt, es sind die Bäume, es sind die Menschen, es sind die Autos der NPCs. Alles sieht viel geiler aus. Also, ein Blick in die Zukunft, dank einem Mod. Und das ist etwas, was die Konsolen auch in der nächsten Generation nicht schaffen werden. Nicht in der übernächsten und wahrscheinlich in den nächsten 6 Generationen wird das nicht machbar sein.
Wenn ihr es euch anschauen wollt, was machbar ist, schaut euch diesen Mod an. Ist der Wahnsinn. Noch ein paar schöne Beispiele für die Wichtigkeit der Mod-Szene. Ein paar der geilsten Spiele, die rausgekommen sind, haben wir Mods zu verdanken, denn sie waren früher Mods, bevor sie Spiele wurden. Schöne Beispiele dafür sind Killing Floor für den PC. Eins der allerbeliebtesten Koop-Survival-Horror-Games, das es bis heute gibt. Es war früher ein Mod, entstanden aus dem Spiel Unreal Tournament 2004. Ich habe das damals installiert, das war lange Zeit bevor Left 4 Dead rausgekommen ist. Der Mod war einfach Wahnsinn, ich habe schon direkt das Potenzial erkannt, wenn das ein eigenständiges Spiel wird. Und das wurde es. Es erfreut sich bis heute wahnsinniger Beliebtheit. Noch ein schönes Beispiel, Haunted Hell's Reach war ebenfalls ein Mod für das Spiel Unreal Tournament 3. Auch ein Survival-Horror-Spiel, macht wahnsinnigen Spaß, bis heute ein Riesenerfolg geworden. In der Hinsicht, aus Mods entstehen eigenständige Spiele. Überlegt mal, so wichtig ist die Mod-Szene für uns. Denkt darüber nach. Ja, da stehen sie. Konsole und PC nebeneinander. Ich kann mich noch erinnern, 1995, mein erster PC. Mein Vater hat ihn damals für uns gekauft. Das Ding hat 500 Mark gekostet und ich wollte unbedingt darauf Diablo spielen. Und das hat übelst geruckelt. Das erste, was ich mir dann später gekauft habe, war eine Voodoo 3 Grafikkarte mit 32 MB. Und das Ding hat nochmal knapp 400 Mark gekostet. Das alles nur um Diablo zu spielen. Und damals musste ich auch selbst lernen, wie man das Ganze macht. Also Sachen selbst einbauen, Sachen selbst installieren. Damals gab es kein Wikipedia und Google, jedenfalls nicht in der Form wie heute. Wie heute benutzen wir es ja fast für alles als Orakel, wenn wir eine Frage haben. Das Internet im Großen und Ganzen war noch in den Kinderschuhen. Selbst um ein Bild anzuzeigen, mussten wir knapp 2 Minuten warten. Es war unglaublich ätzend. Es war die Qual auf dem PC. Ich war echt froh, als die Konsolen rausgekommen sind. Ich habe mir Diablo 1 und eine PlayStation 1 gekauft und es war super. Leg das Spiel ein, nimm den Controller in die Hand und zock das Spiel. Geil. Diese 4 Vorteile, die ich jetzt nennen werde, hat die Konsole immer gegenüber dem PC. Und diese 4 Vorteile sollte die Konsole immer gegenüber dem PC behalten, wenn sie die Oberhand gewinnt. Einfachheit, Bedienerfreundlichkeit, Sicherheit, niedrigerer Preis. Die 4 Punkte. Und jetzt kommen wir halt zu der Konsole. Die Einfachheit. Früher war es wirklich Plug and Play. Wer heute behauptet, Plug and Play ist immer noch gegeben bei den Konsolen, der irrt sich. Heute ist es so, du holst dir eine brandneue PlayStation 3 ins Haus, steckst sie ans Internet und es wird geupdatet. Und geupdatet. Und das jeden dritten Tag. Das ist ein Nachteil, den hatte früher nur der PC, jetzt haben es die Konsolen auch. Mit Spielen sieht es auch nicht anders aus. Ich hole mir Spiele wie Gran Turismo 5, lege sie ein und das Ding wird gepatcht. Und gepatcht. Das ist auch ein Nachteil, den hatte früher nur der PC. DRM-Codes, also Codes, um online zu gehen. Hätte man mir vor 15 Jahren gesagt, pass auf, das kommt auch irgendwann auf die Konsolen gerne. Und du wirst irgendwann einen Code eingeben, müssen, um online zu gehen. Ha, ich hätte mich schlapp gelacht. Und ihr seht, was daraus geworden ist. Es ist auch auf die Konsolen übergeschnappt. Auch etwas, was nur der PC hatte. Zur Bedienerfreundlichkeit. Wenn ihr jetzt Sachen haben wollt wie spezielle DLCs oder Spiele, die es nur online zu kaufen gibt, also keine Retail-Copies wie zum Beispiel Crysis, die Remastered Edition oder I Am Not Alone, dann habt ihr 2 Möglichkeiten. Erste, ihr holt euch eine PlayStation Store-Card, die ich unbedingt haben wollte. Ich war in den ersten Laden, ich wollte mir eine für 20 Euro kaufen, der hatte gar keine mehr. Fahr in den nächsten Laden, der hatte nur noch eine für 50 Euro. Ich darf also zur Bank, noch mal 30 Euro an, obwohl ich nicht vorhatte, dieses Geld so auszugeben, also 50 Euro, sondern nur 20, kauf mir die für 50, denn ich hatte keine andere Wahl. Nervig. Möglichkeit 2,
Ihr gebt eure Kontodaten, Preis und erleichtert euch das Ganze. Aber da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, was immer wichtig war bei den Konsolen, die Sicherheit. Wie ihr alle wisst, ich will auch nicht lange drauf rumreiten, ich will auch keinen jetzt einen Vorwurf machen, PSN wurde gehackt. Sonys großes Online-System. Was mich aber am meisten nervt, ist, wie Sony mit den Usern, also mit den ganzen Konsumenten von der PlayStation 3 umgegangen ist. 2 Tage offline und die melden sich zu Wort und sagen, ja, Leute, macht euch keine Sorgen, wir machen ein Server-Update, in 2 Tagen sind wir wieder online und ihr könnt wieder zocken. Okidoki, alles super. 2 Tage später meldet sich Sony wieder zu Wort. Leute, wir wurden gehackt, eure Kontodaten wurden entwendet, wir sind erstmal 6 Wochen weg, ciao. Alter, die Leute haben Vertrauen in Sony gehabt und durch diesen Hack ist das Vertrauen teilweise kaputt gegangen. Aber durch die Art, wie Sony mit den Usern umgegangen ist, mit dem Hack, das hat mir echt den Gnadenstoß verpasst. Da habe ich gemerkt, dass Sony sich viel zu sehr darauf verlässt, dass die Leute trotzdem ihre Produkte kaufen. Im Großen und Ganzen, Kontodaten wurden entwendet von den Usern. 6 Wochen lang Abstinenz für die User, was online angeht. Und wir wurden verarscht. Alles zusammen unterm Strich, was bekommen wir von Sony als Entschuldigung? Little Big Planet als Downloadable Content. Super Sony, geile Form der Entschuldigung. Jetzt natürlich, der PC ist auch nicht ganz unschuldig, der PC und Steam, die große Plattform, wurden auch gehackt. Aber wie ist Steam damit umgegangen? Innerhalb von nur einer Stunde nach dem Hack hat jeder User eine E-Mail bekommen von Steam. Steam wurde gehackt, Kontodaten von Usern wurden entfernt, die sich seit 2008 angemeldet haben, aber sollten sie auch nach 2008 sich angemeldet haben, bitte ändern Sie Ihr Passwort und geben Sie es nicht an dritte Leute weiter. All das dient Ihrer eigenen Sicherheit, um die Sicherheit selbst zu erhöhen. Super! Innerhalb von nur 3 Tagen ist SteamGuard entwickelt worden, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen. Und während dieser ganzen Zeit, wie lange war Steam offline? Nicht eine einzige Stunde. So geht man mit Usern, wenn man sie behalten will, als Konsumenten. Ihr Vertrauen halt noch behalten will. Ja, noch dazu der 4. Punkt, der Preis. Sehr, sehr wichtig. Eine Konsole sollte niemals mehr kosten als ein PC. Niemals. Denn sie kann wesentlich weniger. Warum zum Teufel sollen wir mehr zahlen? Sony hat das anscheinend nicht eingesehen, denn was haben sie getan? Sie haben eine 700 Euro, was hat das Ding ganz neu gekostet? 700, 600 Euro? Und sie wollten den Preis partout nicht runtergehen, denn sie waren sich zu 100%ig sicher, dass es jeder kaufen wird. Und erst jetzt ist die PlayStation 3, glaube ich, bei 240 Euro oder 300 Euro angelangt. Erst jetzt kann man sagen, jetzt kann ich sie mir kaufen, jetzt kann ich sie mir leisten. Und wir wissen alle, dass sie vielleicht nur noch 2 oder 3 Jährchen hat und dann die neue Konsole auf den Markt erscheint. Sehr viele falsche Schritte von einer einzigen Firma. Was kann ich dazu sagen? Ja, und während die Konsolen mit jeder Generation, die weiterkommt, also die Next-Gen-Konsolen, immer komplexer werden, man kann damit Fernsehen gucken, man kann damit ins Internet gehen, man kann damit Sachen online kaufen, Online-Gaming ist ein Muss, da kannst du nicht dran vorbeikommen. All das ist alles, also wie soll ich sagen, je weiter die Konsolen fortschreiten, umso mehr werden sie wie PCs und übernehmen die Nachteile des PCs. Während der PC, je weiter er technisch weiter fortschreitet, immer einfacher wird. Ohne Scheiß. So wie ich mich früher abgequält habe mit dem Rechner 1995, das sind Zeiten der Vergangenheit, wo man sich noch ein Trojaner einfangen konnte, wo Antivirusprogramme noch total lächerlich waren. Heute kriegst du sie kostenlos und sie sind super. Die Zeiten, wo man sich ein Trojaner einfängt und der PC komplett im Arsch ist, die sind vorbei. Aber sowas von. Windows 7 macht Gaming fast schmerzlos. Man kann sogar alte Spiele installieren. Und wenn sie mal nicht gehen sollten, kann man sich im Internet ansehen, wie man sie zum Laufen bekommt. Gar keine Kunst. Controller Support. Microsoft hat es erkannt und benutzt fast für jedes Game, was multiplattform rausgekommen ist, einen Controller Support. Und sollte mal kein Controller Support gegeben sein, wie bei Mass Effect 1 und 2 und der dritte Teil hat auch wahrscheinlich keinen. Da kann ich mir einfach Programme runterladen, die kostenlos sind, wie X-Padder, und die spiele trotzdem mit dem Controller aus.
Das Konsolenerlebnis, von dem mir jeder jedes Mal im Internet erzählt, aber die Konsolen können auf der Couch. Ich kann mir die Konsole in Ruhe geben, auf der Couch, mit dem Controller in der Hand, mit dem großen Fernseher. Überraschung, das kann der PC schon seit Jahren. Ich verstehe nicht, warum es so ein Geheimnis war. Der PC kann alles, was die Konsole kann, nur besser. Nichtsdestotrotz, gegen Ende des Videos werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, der Kerl im Video tendiert mehr zu dem PC als zu den Konsolen. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß aber auch, dass wir beide Plattformen benötigen für die Zukunft des Gamings. Denn PC ist für die, wie soll ich sagen, PC ist für Profis. Die Konsolen sind für den kommerziellen Zweck gedacht. Also mag sein, dass auf dem PC das Gaming besser ist, aber nicht jeder kann sich jetzt einen 750-Euro PC hinstellen und anfangen, direkt loszugehen. Denn das Wissen, wie man einen PC bedient, wie man alles installiert, wie man jedes Spiel zum Laufen bekommt, das ist nicht Allgemeinwissen und nicht jeder will sich damit auseinandersetzen. Das ist mir absolut klar. Und sagen wir jetzt, würde nur noch die Elite zocken, also nur noch PC-Gamer, dann würde ein großer Teil der Wirtschaft von der Spielindustrie auch zusammenbrechen. Erst die Konsolen, so schlecht sie auch sind, machen Gaming publik und kommerziell erfolgreich. Schöne Beispiel dafür, sagen wir, habt einen Sohn, der jetzt 6 Jahre alt ist. Was werdet ihr wohl hinstellen? Ein 750-Euro PC oder ein Laptop für 1000 Euro von Alienware oder eine Wii? Wir kennen die Antwort. Ältere Menschen, die ältere Generation, die mit Mario und Co. aufgewachsen sind, die wollen nicht unbedingt lernen, wie man mit einem PC richtig umgeht und wie man mit der Maus und Tastatur alles eingibt. Das ist denen vielleicht zu kompliziert. Da ist eine Konsole die bessere Wahl. Also erst die Konsolen machen Gaming kommerziell erfolgreich, während der PC mehr für die Profis gedacht ist. Beide Plattformen sind notwendig. Man kann das nicht abschreiben. Für die Welt des Gamings sind beide Plattformen absolut notwendig. Und man kann sie sich nicht wegdenken. Weder die eine noch die andere. Das wäre soweit alles, was ich zum Thema PC versus Konsole zu sagen habe. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir in die Comments rein. Ich freue mich sehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie man aus Seife Sprengstoff bastelt. Nein, mein Schatz. Bis dann, Leute. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot.